Apesar de a maioria lembrar-se de Léo Kinnunen pelo fato de ter sido o último piloto a correr na Fórmula 1 com um capacete de face aberta em 1974, o Fly Finn foi um dos melhores pilotos da Endurance da década de 1970 e da história no todo. Os grandes resultados da carreira do piloto finlandês foram a serviço da Porsche, como a conquista das 24 horas de Daytona de 1970, junto de Pedro Rodrigues e Brian Hedman, o título da Porsche no Mundial de Marcas naquela temporada, junto de Pedro Rodrigues, e o recorde de volta na Targa Florio. O grande sucesso de Léo Kinnunen se reservou à Interseries, que era a divisão europeia da sua co-irmã americana, a Can-Am. Kinnunen foi tricampeão no triênio de 1971, 1972 e 1973. Conquistou nada mais que 11 vitórias em 18 provas realizadas nesse período, sempre com Porsche 917-10. A seguir, o vídeo da sua vitória na prova Interserie de 1972, realizada no circuito de Keimola, já extinto, localizado em Vantaa, na Finlândia. Ele também havia vencido em 1971. Das Keimola Autodrom bei Helsinki sieht drei Wochen später den siebten Lauf der Interserie 72. Für die 25.000 Zuschauer gibt es nur einen Favoriten, Leo Kinnunen, Finnland. Bei nicht gerade idealem Rennwetter können zunächst Howden Ganley mit dem BRM, gefolgt von Helmut Kellerners auf McLaren, die Führung übernehmen. Einziger Fahrer Intermedium-Reifen aufgezogen. Wie richtig diese Entscheidung ist, zeigt sich jetzt auf der abgetrockneten Piste. In diesem Augenblick geht er in Führung. Ein letzter verzweifelter Angriff von Howden Ganley wird pariert und durchs Ziel. Beim Start zum zweiten Durchgang regnet es in Strömen. Eingehüllt in riesige Gischtwolken jagt die Meute durch das Autodrom. Jetzt zeigt Leo Kinnunen, wer Herr im Hause Keimola ist. Lediglich Howden Ganley und Willy Kausen können noch mithalten. Später kann Willy Kausen auf Platz 2 vorrücken. Ein Defekt an der Wasserpumpe lässt den BRM von Ganley weit zurückfallen. Dieses Bild täuscht. Leo Kinnunen auf dem Turbo Porsche gewinnt mit Rundenvorsprung diesen Lauf der Interserie vor Willy Kausen und dem Engländer Chris Clark. Kinnunen übernimmt damit erstmals mit 96.000 Schweizer Franken Preisgeld die Führung im Gesamtklassement.